Herzlich willkommen zum 14. Spieltag der GTL German Training League und auch zum ersten richtigen mit richtigen Ankündigungen Video des Together des Dezembers. Yay. Und ja, auf diesen Monat freue ich mich und wir beginnen am 3. Wow. Am 1. kam nichts, aber am 2. kamen zwei Videos und heute kommen auch zwei Videos. Einmal dieses und Paper Mario 2, freut euch. Und ja. Ja, was haben wir hier Schönes? Ja, wir spielen heute gegen den lieben Zürich. Und ja, wie ihr merkt, ich habe keinen Skin an, bedeutet, ich habe es besser nicht gemacht und ich habe das Team meines Handys auch nicht mehr. Ich habe Handy, App und Browser, alle Teams nicht mehr drin. Ja, und weil ich ein anderes Handy jetzt benutze und deswegen habe ich es jetzt nicht und ja. Yeah. Kein Team bedeutet, kann keine richtigen Spiele machen, weil, boah, ist der Kampf 2 Monate her, 1 Monat, keine Ahnung, 2 Monate, safe. Und ja, was hat überhaupt der Gegner mit, der liebe Zyron? Er hat ein Snibbona, ein Pyukumuku, aka Goofa, ein Serpyroyal, ein Hoopa, ein Pyrakok und ein Illisard. Und dieses Team hat uns in der Hinrunde ziemlich abgefuckt mit Serp noch. Und ja, es hat schon wieder mit, ich habe mich darauf vorbereitet mit Fuego und auch mit Kornfei und Katana und Donphan und Alakazam. Und ja, ich habe mich echt drauf vorbereitet. Es wird mir nicht so viel Problem machen, hoffe ich. Und ja, was hatte ich überhaupt mit? Ich hatte ein Kornfei, ein Fuego mit der Soldress wahrscheinlich, ein Donphan, ein Mega Alakazam, ein Aquana und ein wunderschönes Katana. Und das wird richtig geil, dieser Kampf. Ich freue mich schon die ganze Zeit, diesen Kampf aufzunehmen, weil es echt eine kurze Kämpfe sind. Wie der letzte Kampf, Spoiler-Alarm. Haben wir gewonnen mit einem wunderschönen 2 oder 3-0 gegen den lieben Luma mit einem OB-Sweep mit der Fähigkeit OB auf Mega Alakazam. Mega Gas. Egal, aber wir sehen uns. Wir sehen hier, was hier jetzt passieren wird. So, er verliert mit Angst, Mammutel und ich gehe in Spanier und ich gehe mal auf Slow. Ja, ich bin mit Spanier geleadet, kann sofort den U-Turn drücken und ja, könnte direkt rauswitchen, er geht nicht auf nicht. Mammutel, dieser Mammutel-Witzkampf von einer Liga, die Geschichte will ich nicht erzählen, weil die einfach nur peinlich ist und ich habe auch eine kleine Vermutung, wie sie entstanden ist, aber ich will jetzt hier niemanden haten. Hate geht dich an. Nicht! Hate jetzt nicht, egal. Aber ja, ich drücke mit Spanier, Yutani geht auf den Goofa rein und ich gehe sofort den Katana rein, weil es ist halt beste Pigeon. Und ich predicte mit Knockoff, er geht auf den Argoth Berry und den Baton Pest, was ich ziemlich gut finde. Und weil ich die Aqua Fairy mit, aber ich hätte es misplayt, ich hätte mit einem Hit nicht killen können. Er geht in Helmut, er Wallswish, aber dafür gehe ich in Benjamin Steinchen. Und er geht jetzt in Nicht-Mammutel und ich kann direkt diese Rocks ausholen, die eigentlich ziemlich nice sind. Wegen Simponar. Deswegen gehe ich direkt wieder in Origami. Er geht auf Free Cover und ich dachte mir so, ja, er geht für Safe Fitten Pass. Ich gehe auf Leafblade und mache einen guten Chip auf diesem Vieh. Ich habe Angst vor der Hidden Power Fire. Switche raus. Und er ist ein Test. Ich bin mit Spanien drin. Und denke mir so, oh, komm. No way, ich gehe wieder auf U-Turn. Ja. Ich habe gerade ziemlich guten Rahmen mit Origami und Spanier. Ziemlich perfekt. Ja, alles. Drücke jetzt Leafbait und kille Pyukumuku. Was ziemlich stark war. Ich kriege jetzt hier den Plus 1 Boost, weil Bestien Boost. Und er geht in Upa, ich missklicke mich und Focus Best Mist, drücke Leaf Blade und kille Mammutel. Gehe auf plus 2. Er geht in Serpyroyal. Wir haben ja gesehen, es hat gekillt. Mega guten Chip gegeben. Ich habe gehofft, es killt. Und es killt nicht, er drückt Leafstorm und Mist. Und ich kille ihn. Und gehe auf plus 3. Da. Er geht in Helmutel
Ich auf Liebelt, Kato Wanted. Und Leute, wenn ich euch sagen kann, holy shit, war dieser Kampf einfach nur fucking aufbrausend für mich, weil ich wollte gegen ihn gewinnen. Ich wollte es, und ich schaffe es mit einem Origami Bestien Boost Sweep zu gewinnen. Hier mit einem wunderschönen 6-0, und das ist echt nice. Und ja, Leute, perfektes 6-0 gemacht. Das kann man nicht sagen. Und Leute, ich fand diesen Kampf recap-mäßig ziemlich mit einem Missklick von mir. Ziemlich schlecht. Ich hätte sonst nicht verloren. Nein, das hätte ich jetzt nicht. Ich hätte noch Alakazam, Alakazam, ich meinte Aquana, ich hab noch Fui, Grodonphan, so. Aber Origami, wenn es tot wäre, wäre echt schön, weil Origami hat ihn echt hart gepressert. Wenn man gemerkt hat, er hatte drei Pokémon, die nichts gegen ihn machen konnten, und ja, das war es halt. Aber trotzdem, Zyrin, cooler Kampf. Leider schade wegen den zwei Hexes. Einer hat nicht gemeldet, einer hat gemeldet. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schaut auch auf die anderen Videos vorbei. Ich schneide jetzt das Video. Intro muss ich einschneiden. Und ja, freut euch auf den Together Femba. Alleine mit mir. Lieben Marc. Wir sehen uns. Bis dann, euer Marc.